Hallo du und willkommen zu meiner kleinen Morgenroutine. Um einen wirklich ruhigen und entspannten Morgen zu haben, stehe ich super gerne um 6 Uhr auf. Da meine Katzen mein persönlicher Wecker sind, wache ich entweder intuitiv auf oder meine zwei Süßen wecken mich um die Uhrzeit. Das Erste, was ich morgens dann mache, ist, mich an meine geträumten Erlebnisse zu erinnern und sie aufzuschreiben. Falls du genaueres zu luziden Träumen oder Astralreisen erfahren möchtest, habe ich dir ein Video dazu verlinkt. Wenn ich alles, was mir noch im Sinn geblieben ist, aufgeschrieben habe, strecke ich erstmal meine Nase raus und atme die frische, kühle Luft ein. Danach gibt es für mein System erstmal etwas Flüssigkeit, um alles in den Gang zu bekommen. Deshalb trinke ich erstmal ein Glas Wasser und mache mir meinen Lieblingsschwarztee mit Hafermilch und etwas Honig. Das Frühstück gibt es bei mir immer erst recht spät, da ich meinen Magen mindestens 12 Stunden Ruhe geben möchte, um alles gut zu verdauen, was ich den Vortag gegessen habe. Mit meinem Tee geht es dann erstmal wieder in mein Zimmer. Dort schüttle ich erstmal mein Bett auf und setze mich danach an meinen kleinen Schminktisch, um eine Runde Gesichtsyoga zu machen. Ich mache dann so ungefähr 3 bis 4 Minuten ein paar Gesichts-Yoga-Übungen, um einfach mein Gesicht wach werden zu lassen, es zu energetisieren und natürlich, um gleich etwas frischer auszusehen. Meistens suche ich mir dann noch von meinen vielen Heilsteinketten einen Heilstein aus, der mich heute über den Tag begleiten darf. Dann steht für mich eine Runde Yoga an. Und da wechsle ich mich ab zwischen Kundalini-Yoga, welches sich viel mit dem Atem beschäftigt, Power-Yoga für Kraft und Ausdauer und Yin-Yoga für die Flexibilität. Bevor ich mit meinem Yoga-Programm beginne, mache ich mir meistens noch etwas zum Räuchern an. Entweder weißen Salbei oder heimische Kräuter oder etwas Harz, den ich im Wald gesammelt habe. Welcome to the last final week of the Empowered Series. Let's get started in kneeling. So let's begin as you're ready. Umbada, Ardha Chandrasana. Extend the right leg back. Inhale, we call it the power box. Inhale, reach. Both arms up to the sky. And then turn to the right on the exhale. Und neben meinem morgendlichen Yoga-Programm genieße ich natürlich jeden Morgen den magischen Sonnenaufgang. Genau wegen sowas liebe ich diesen Morgen. Die ersten 1,5 Stunden sind rum. Und ich muss sagen, es ist mir wirklich extrem wichtig, die ersten paar Stündchen für mich zu haben. Ich merke das immer, wenn ich die nicht habe, starte ich ganz anders in den Tag. Mir gibt das so viel Kraft und Energie, schon so morgens zu starten. Gerade irgendwie Atemtechniken zu machen, seinen Körper in Bewegung bringen. Wenn du das regelmäßig machst, glaub mir, du wirst wahnsinnige Effekte auf dein ganzes Leben spüren. Du wirst viel stärker durch den Tag gehen, viel energetisierter und ausgeglichener. Und deswegen habe ich mir diese Morgenroutine rausgesucht, ein bisschen Sport zu machen, sich auf sich besinnen. Manchmal meditiere ich auch noch. Heute aber, weil heute Sonntag ist, habe ich mich dazu entschlossen, einen kleinen spirituellen Tag zu machen und ihn mit einem Kakao zu beginnen. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich einen Kakao machen, um das Herz zu öffnen und mit einem offenen Herzen durch den Tag zu gehen. Natürlich kannst du dir auch eine andere Intention heraussuchen. Und deswegen wird mein Vormittag erstmal daraus bestehen, in mich zu reisen und mich mit mir selbst zu beschäftigen, bevor ich mich dann wieder an meine Arbeit setze. I need some music. Also für alle Veganer, Triggerwarnung an dieser Stelle, meine Katzen werden jetzt gefüttert. Thank you.
Ja, und nachdem ich mich ausgetanzt habe, schreien meine Katzen nach mir. Bevor ich immer den Kakao trinke, setze ich mir, wie gesagt, eine Intention für den ganzen Tag. Wie wir alle haben wir Trigger oder Themen, die gerade bei uns in Heilung gehen dürfen. Und mir werden meine Themen auch ganz oft in Träumen eben mitgeteilt. Ich träume dann zum Beispiel immer von den Situationen, also von dem Urgefühl, was da angetriggert wurde. Und bei mir ist gerade wieder ein Thema, das ich mir schon mal angeguckt habe, gerade wieder aktuell, weil oftmals ist es so, dass wir manche Themen schon kennen bei uns, aber die noch nicht in der Zeit sind, quasi in Heilung gegeben zu werden. Das heißt, man guckt sich diesen Seelenanteil, also diesen abgespaltenen Aspekt von einem an. Man wird sich dessen bewusst und wird sich vielleicht dessen bewusst, wie du auch dein Leben darauf aufbaust, auf dieser Angst, auf dieser Wut, auf dieser Trauer. Und dann kommt dieser Anteil, dieser Aspekt nochmal zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf. Und das kann sich über Jahre hinziehen. Und wenn du stetig an dir arbeitest und dir deinen Triggern immer bewusster wirst und keine Angst davor hast, tief in dich zu blicken, dann wird das immer schneller gehen. Die Dinge kommen immer zum richtigen Zeitpunkt zu einem und immer so, dass man stark genug ist, dieses Thema auch anzugehen. Und das ist super spannend, weil ich mache gerade den Heilpraktiker Psychotherapie und ich habe, wie gesagt, schon sehr viel an mir gearbeitet. Ich habe sehr viel Selbsterfahrung gesammelt. Ich habe in unserer schamanischen Gruppe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Plus viel im Freundeskreis, weil ich, wie gesagt, seitdem nichts anderes mehr mache, außer mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Jetzt nochmal auf einer wissenschaftlich fundierten Basis das erklärt zu bekommen für den Verstand, in welchen Phasen wir unsere Traumata hauptsächlich entwickeln, ist wirklich sehr interessant, weil das perfekt passt zu dem, was ich auch in meinen schamanischen Reisen gesehen habe. Und das nochmal als Bestätigung zu lesen, ist einfach sehr, sehr spannend. Und ich werde heute auch nochmal hinreisen zu diesem Seelenanteil, auch denn ihr tragt all das Wissen, was ihr braucht und wie ihr euch heilen könnt, in euch. Ihr müsst euch nur selbst fragen und den Zugang natürlich zu euch finden. Das ist jetzt eine kleine Erklärung, was ich heute bei mir bearbeiten werde. Da hilft mir immer so ein Kakao und eine Einstimmung darauf, mein Herz zu öffnen, immer richtig gut. Und genau, als erstes werde ich den heiligen Raum öffnen. Das ist für mich immer ganz wichtig und ich empfehle dir auch immer, einen heiligen Raum zu eröffnen. Einen Raum, der dich schützt, dass du Spirits, deine Spirit Guides oder irgendwelche anderen Archetypen zu dir rufst, die den Raum halten, die dich in deiner Heilung unterstützen. Denn wenn man diesen heiligen Raum eröffnet, dann steigt die Energie automatisch. Und ich bin der Überzeugung, dass alles, was in diesem Heilungsprozess passiert, zum Besten zu dir und zu allen Beteiligten und allen anderen zugute kommt. Und umso öfter du dir einen heiligen Raum eröffnest, umso öfter du dir ein Gebet ausdenkst oder sprichst für dich, wo das Gefühl übrigens das Wichtigste ist, also der Text ist nebensächlicher als das Gefühl. Wenn du immer öfter dir diesen heiligen Raum eröffnest, dann steigt die Energie dieses geöffneten Raumes, weil natürlich das Gefühl und die Intensität dazu auch steigt. Man spürt es energetisch, wenn man in einen Raum kommt, wenn wir oft an einer bestimmten Stelle einen heiligen Raum eröffnet haben. Du spürst, dass die Energie höher ist, reiner ist, stärker ist. Es fühlt sich einfach gut an. Und deswegen probier das gerne mal bei dir aus. Deswegen, ich werde mir jetzt meinen heiligen Raum eröffnen und dann eine kleine schamanische Reise für mich machen. An die Kräfte des Ostens, großer Adler, komm in meine Mitte und schütze diesen heiligen, heilenden Raum. Zeige mir, wie ich hoch, hoch hinaus auf deinen breiten, weiten Flügeln fliegen kann, neben dem großen Geist. Ja, und nachdem ich den heiligen Raum geöffnet hatte und eine schamanische Reise für mich gemacht habe, hat es mich mit den anderen raus in den Wald gezogen, eine kleine Runde spazieren zu gehen. Und meine Katzen kamen glücklicherweise mit. Meine kleine mutige Waldkatze. Findest schafft es immer nicht. Aber Mimi kommt immer mit in den Wald spazieren. Mein kleiner Punk. Das war's mit meiner Morgenroutine. Danke dir fürs Zuschauen und ich freue mich ganz doll, dich auch im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, bye bye.